Wie war denn das für dich? Du hast dich ja wahrscheinlich sehr vorbereitet auf diese Rolle. Du spielst ja jeden Menschen mit Behinderung. Bist du da in Research aufgegangen oder wie hast du das gemacht? Ja, ich spiele einen Autisten. Ne? Also das ist ja nochmal ein großer Unterschied, ob man behindert ist oder Autist ist. Ja, ich war mit meinem Regisseur zusammen in unterschiedlichen Einrichtungen, wo Autisten wohnen und hab einfach viel beobachtet, wie sich so, was genau Autismus ist, wie breit das gefächert ist, und habe dann versucht, so die Figur Raymond aus unterschiedlichen, wie nennt man das, Eigenschaften zu erstellen. Julius, ich muss jetzt in die Schweiz mein Schwarzgeld holen. Das Finanzamt sitzt mir im Nacken. Hallo? Hallo? Ja, hören Sie mich jetzt besser? Die Internetverbindung ist wirklich eine Zumutung. Es ist eine Reha. Sie sind seit 3 Monaten querschnittgelähmt und der WLAN ist Ihr größtes Problem. Ich wäre auch bereit, mehr zu zahlen. Anscheinend sind Sie nicht nur gehbehindert. Tom, ich habe es interessant gefunden, wie unterschiedlich Menschen mit Stresssituationen umgehen, was ja auch letztendlich Normalität ist, da wir ja alle so anders sind. Und ich wollte von dir wissen, wie du das machst. Was ist dein Tool, wenn du Stress hast? Gibt es da was? Um wieder runterzukommen? Ja. Ich bin total stressresistent. Ich kenn sowas gar nicht, Stress. Na dann, das ist ja wunderbar. Überhaupt bist du so ein entspannter Mensch, ja, weißt du? Geworden, ja. Machst du Zeit. Yoga oder bist du... Nee, es stimmt natürlich auch gar nicht. Okay. Ich bin totale Stress, wie sagt man, Stress... Stressmaus. Ich bin Stressmaus. Deswegen, nein, ich muss mir immer so den Weg suchen, dass ich keinen Widerstand habe. Und deswegen war zum Beispiel das ein Film, der mir überhaupt keinen Stress bereitet hat, sondern nur reine Freude. Und die kommt die strahlt von unserem Regisseur ab, der das zum ersten Mal übrigens macht. Okay, hat er gut gemacht. Ja, ja, sehr gut. Also ich meine, natural born director, würde ich sagen. Allerdings. Ja. Kannst du bitte dein Blindenzeichen abnehmen? Was machst du denn? Schlafkontakt! Sag mal, fährst du so, weil du blind bist oder besoffen? Gib das sofort wieder! Du kriegst gar nichts von mir! Ja! Du musst das Geld woanders anbringen. Geht's noch? Du wolltest nur ein Schmuggelauto? Nein, so ist es nicht, Laura. Wie wichtig ist eigentlich Geld? Also das, was diese Reise, die du da ja gemacht hast, die ja zum Schluss eine wunderbare war, ja, wo man sich doch wirklich fragen muss, Mensch, in unserer Leistungsgesellschaft, wie wichtig ist das eigentlich? Und vernachlässigen wir nicht alle die inneren Werte? Jeder weiß, dass Geld nicht glücklich macht und trotzdem rennen wir so hinterher. Und ich finde, letzten Endes ist das ein totales Feel-Good-Movie, was am Ende irgendwie sagt, irgendwie, ey, was ist denn wichtig? Freundschaft ist wichtig und ja. Aus dem Weg! Mann, ich bin in der verfickten Probezeit! Ihren Führerschein hätte ich gern mal gesehen. Hören Sie mal zu, Herr. Wie heißen Sie überhaupt? Sie haben sich überhaupt nicht vorgestellt. Mein Name steht hier auf dem Schild. Ja, sehe ich. Aber wie spricht man's aus, hm? Müller?